Wollo und Ricky Superstars gewünscht. Hallo. Rein da. Ich will das Shadow-Kostüm anziehen. Helden anziehen. Doch. Leute, jetzt mich schlecht. Muss ich hier dabei sein oder kann ich gar nicht mich so lange aufs Sofa legen? Oder? Wie ist das? Du musst. Mal hier was anderes, Ricky. Ja. Was ist das für eine Postfiliale da bei dir? Weiß ich nicht. Was ist da los mit dieser Postfiliale? Ich habe keine Ahnung, dass es hier aus Hen steht. Ja, Hen steht, sag ich jetzt, ich mach's jetzt ganz offiziell, schlechteste Postfiliale Deutschlands. Freitag, 14.28 Uhr, hat Ricky das Paket abgegeben. Und ich habe die Sendungsverfolgung, Leute. Und wir haben heute Dienstag. Und es hat sich noch nichts getan. Aber ich hab's abgegeben. Ja, das steht da auch, dass du es abgegeben hast. Aber alles andere, denkt sich da einer so, ach, weißt du was, komm, mach ich heute nicht, mach ich morgen nicht. Ne? Ich habe eigentlich den ganzen Tag nur geschlafen, ne? Das war richtig wild. War richtig gemütlich. Ja, ich habe gestern gearbeitet. Ja. Ja. Moneten, wenn es auch so viel Spaß macht. Ja, schön wär's. Aber kein Spaß. Aber es macht Moneten, ne? Moneten macht Spaß. Ja, das weiß ich nicht. Wenn ich irgendwann mal Moneten mache, kann ich was dazu sagen, ob das Spaß macht. Leute, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Sonic-Film gesehen habt oder beide und welchen ihr besser fandet. Er findet 2 besser. Was? Er findet 1 besser, habe ich gesagt. Der Witz der Woche. Echo, stopp. Mein Wecker ging gerade los. Dein Wecker heißt Echo? Ja. Weil er so fresh ist. Verstehst du? Hast du verstanden? Aber Twitch läuft auch überraschend gut bei mir wieder, ne? Hast du gesehen? Das lief gut, ja. Naja. Darf ich auch was zu meinem Twitch sagen? Na klar. Der lief überraschend schlecht. Deswegen sag ich ja, ne? Dann lieber irgendeinen Mitarbeiter kündigen. Nee, kannst du nicht auf die Einnahmen verzichten. Nein, ich plane das einfach um. Ich hab's einfach ein bisschen umgeplant. Ich plane das so, dass quasi in den Tagen, wo viel los ist, dann auch denn nur die da sind, die gefilmt werden möchte. Der Gerät wird nie müde. Der Gerät schläft nie ein. Der Gerät möchte gefilmt werden. Ist im Geschäft. Oh, Famehuge, Willi. Nein, aber weiß ich, wie ich das meine. Also, und dann bist einfach so, oder ich mach's halt vormittags bis 14.30 Uhr, bevor dann die anderen kommen. Das ist dann auch ja, dann eigentlich auch ein guter Trick, wenn man bei dir arbeitet, ne? Wenn man nur an den Tagen arbeiten will, wo es chillig ist, dann sagt man, man will nicht gefilmt werden. Dann kriegt man die Tage, wo nicht so viel los ist, man gemütlich da abchillen kann. Ist auch oh Gott, immer mit dem Ring, immer mit dem Ring. Mit dem Ring. Oh Gott. Er hat keinen Ring bekommen. Er hat ihn nicht bekommen, Leute. Er hat ihn nicht bekommen. Das wird nichts. Das wird doch niemals was. Oh mein Gott, warum machst du doch so gefährlich? Wie spannend ist. Anstatt an ranzugehen, ne? Ja, also, versteht ja meinen Humor. Nee, ist ein Arschloch. Also, ich bin ein Arschloch. Ja. Das ist ja, ich habe Arschloch-Humor. Ja. Ich sitze doch nicht richtig in der Mitte der Kamera, ne? Macht mich gerade richtig, richtig kirre. Ich doch auch nicht. Ja, aber ich sitze gerade die ganze Zeit so. Ne, du sagst nichts dazu. Da musst du was zu sagen. Ich guck aufs Spiel, zufälligerweise. Ja, ich guck nur auf dich. Und die beste Serie, die beste Serie, wirklich, die selbst dir gefallen würde. Aber du wirst dir keine Chance geben, wenn du Fotze bist. Junge, weil ich 38 bin und du das mit 6 gefeiert hast. Ich hab's aber jetzt wenigstens schon geschafft, Presseanfragen rauszuschicken an die Streaming-Seiten. Aber zum Prime hat sogar schon geantwortet. Was haben die gesagt? Komm, mach ich heute nicht, mach ich morgen nicht. Ne? Boing gewünscht, meine Lieben. Wie geht's euch? Hattet ihr einen wunderschönen Tag bisher? Wir nicht. Nee, bis jetzt nicht. Also ich bin aufgestanden, hatte einen ganz beschissenen Schiss. Schon, jein. Also vielleicht wird ein bisschen viel draus gemacht. Also das ist so groß, ist ja überall, also ist ja wirklich, also wirklich wild überall. Ja, aber selber schuld, muss man so eine Scheiße nicht machen. Ja, selber schuld, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die Definition von Wahnsinn. Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert.
Ja. Also erstmal die Pommes kostet einzeln 3 Euro. Das war die kleinste Pommes, die ich je in meinem Leben gesehen drei habe. 3 Euro? Ich habe dann ja auf Twitter auch ein Foto davon gemacht und gesagt, Leute werden nicht erkennen, wo das Problem liegt, weil ihr einfach die absolut beschissene Generation Meckes Pommes seid. Ihr kotzt mich an. Ihr erkennt nicht mal ein Problem, wenn die einfach eine scheiß Packung Mayonnaise dabei liegen, anstatt eine vernünftig geile Mayo drauf zu machen. Und dann gab es auch noch Kommentare wie, hey, du bist doch zu Hause, hast du keine Mayo zu Hause? Was macht das denn besser, wenn ich zu einer Pommesbude gehe und mir Pommes mit Mayo kaufe? Dann kann man doch nicht sagen, ja, aber du hast doch Mayo zu Hause, dann können die doch draufpacken, was die wollen. Ich hab auch vielleicht Pommes zu Hause. Oder für den scheiß Burger hätte ich auch Fleisch zu Hause gehabt. Ja, dann, warum haben die denn überhaupt, brauchen ja auch kein Fleisch drauf, wenn du zu Hause bist. Bist du, du... Aber ansonsten war der lecker, muss ich sagen. Also der Burger war ganz lecker, die Pommes war jetzt auch nicht schlecht. Ich hatte schon deutlich schlechtere. Aber ich werde natürlich nie wieder hingehen. Wie ist deine Mama eigentlich? Gut. Na schön. Ich habe mich gestern lang gemacht. Warum? Oh, was hast du gemacht? Nix. Ja, das ist das Problem. Achso, ja. Nix. Ich bin immer hingegangen, Mr. Wash, Stresemannstraße. Sehr, sehr empfehlenswert. Machen sehr gute Arbeit. Auto war immer sauber. Auch nochmal schön, noch schön polieren lassen. 45 Euro mit Politur. War in Ordnung. 4 von 5 Sterne, alles top. Ich sag 6 von 5. Alles top. 6 von 5 gibst du denen? Ja. So das ein Adelstitel, wenn du das sogar sagst. 7 ne? von 5 gäbst du noch bei einem Blowjob. Also das mehr können die gar nicht mehr tun. Außer im Auto haben die alles getan, was zu tun gibt. Wie sind denn deine Feelings? Gut. Oh ja. Das erklärt so einiges. Das erklärt so einiges, Leute. Oh, da war so ein Ding plötzlich! Das war so plötzlich, war das nicht. Ich hab schon gedacht, der springt nicht. Ich springe beim Springer nicht. Für mich kam das plötzlich. Das meine ich, Leute. Der ist manchmal ein bisschen unkonzentriert. So, das ist halt eine Charaktereigenschaft, auch die wir ja lieben. Das ist ja. Ja. Das war ein Ende der ersten Phase. Oh, der Ding. Nicht weiterlaufen. Oh. Oh, Sohn. Oh, mein Ring. Oh, mein Ring. Die fliegen aber auch manchmal richtig beschissen, die blauen Dinger. Die landen immer random. Da zum Beispiel jetzt. Das ist ganz schwierig. Oh. Manchmal ein bisschen unkonzentriert. Ja, das war das Videospiel. Mann, Mann, Mann. Stabile 68%. 68? Finde ich angebracht. Ja, ich würde sagen. Fair eigentlich. Also ich würde sagen, wir sind bei guten 84%.